Hallo, herzlich willkommen zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medical Fitness, VHK-Coach und Tanztrainerin. Meine ganz große Vision ist es, mehr Achtsamkeit und Bewegung in den Alltag von Familien zu bringen. Und ja, ich bin wirklich dankbar, dass du heute dabei bist und ich dich auch etwas inspirieren darf, mehr Bewegung und Achtsamkeit in dein Leben zu integrieren. Heute sende ich dir ganz, ganz viele sonnige Grüße aus Rovinj in Kroatien. Die Fahrt hierher war wirklich anstrengend, auch für uns, die es gewohnt sind, wirklich tagelang im Bus unterwegs zu sein. Und auch für unsere Kinder war es wahnsinnig anstrengend. Dadurch, dass aufgrund der Einschränkungen nur einige Grenzübergänge offen sind, staut sich da natürlich sämtlicher Urlaubsverkehr, obwohl die Straßen insgesamt sehr, sehr, sehr leer waren. Also das war wirklich dann die absolute Krönung. Wir sind wirklich durchgeschossen bis zu den Grenzen. Und an den Grenzen haben wir dann teilweise 4, 5 Stunden angestanden. Und das war wirklich, 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 wirklich eine Herausforderung für uns alle, die wir jedoch sehr gut gemeistert haben. Wir sind jetzt hier seit 3 Tagen, stehen hier auf dem Campingplatz. Und ja, warum erzähle ich dir das? Falls du irgendwelche Geräusche im Hintergrund hören solltest, die dich irgendwie irritieren, seh es mir nach. Ich befinde mich hier auf einem wunderschönen Campingplatz. Und natürlich sind hier auch andere Menschen und ja, auch ganz viele Kinder, die natürlich dann auch den einen oder anderen Laut von sich geben. Genau. Ich möchte mit dir heute aber über ein ganz anderes Thema sprechen und nicht über Urlaub, obwohl ich total im Urlaubsfeeling bin. Ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, was dich wahrscheinlich auch schon mal beschäftigt hat, warum du keine Erfolge mit deinem Training erzielst. Gleich vorweg, für jeden Einzelfall, also für jeden Fall von Stagnation, ist es wirklich erforderlich, dass man die einzelne Person sich anschaut. Also man kann jetzt nicht sagen, hier mach das und du wirst zum Erfolg kommen. Jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist anders. Und das ist auch wirklich wichtig, dass du das für dich verstehst. Ich möchte dir heute so die 5 Dinge mit an die Hand geben, die aus meiner Sicht wirklich Betrachtungspunkte sind, die du ganz einfach für dich einfach mal in Betracht ziehen kannst und mal nachschauen kannst. Wie trainierst du denn? Und wir werden jetzt gleich die Dinge etwas abarbeiten. Vielleicht holst du dir auch einen Stift oder kannst dir vielleicht irgendwie andersweitig Notizen machen und vielleicht einfach für dich so ein bisschen mal hinterfragen, wie denn dein Training aussieht und wo du eventuell da noch ein paar Optimierungsdinge vornehmen kannst. Bevor ich loslege, von mir immer wieder der Hinweis, wenn du nicht weiterkommst und du machst dir mittlerweile schon Stress und verfluchst dich selbst und deinen Körper. Mach das nicht. Das Leben ist viel zu kurz dafür und das ist es auch nicht wert. Nimm dir ein bisschen Geld in die Hand, such dir einen super Trainer und buch dir einfach mal 1, 2, 3 Stunden. Meistens hilft es schon. Meistens hilft auch schon ein Beratungsgespräch, wo du einfach ein paar neue Reize bekommst, um einfach dein Training noch ein bisschen wertvoller zu gestalten, was dann auch für deinen Körper wahnsinnig gut sein wird. Natürlich bin ich auch mittlerweile der Meinung, obwohl ich auch lange einen anderen Weg gegangen bin, dass jeder sich einfach einen Coach nehmen sollte, um ganz einfach für sich noch andere Blickwinkel in seinem Leben zu eröffnen und dass das wirklich wahnsinnig wertvoll ist. Also ich habe selbst auch mittlerweile einen Coach und bin wirklich meinem Coach so, so, so dankbar, weil sie mir durch wirklich wenige Handgriffe, sagen wir es mal so, also wenige Worte eigentlich, keine Handgriffe, mir wirklich viel in meinem Leben mittlerweile ermöglicht hat. Genau. Dann möchte ich jetzt starten. Mein erster Punkt ist ganz einfach zu wenig Training. Ich sehe es immer wieder in meiner Arbeit. Die Menschen kommen zu mir oder sie schreiben mir und sagen, so, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen. Ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich will das. Okay. Ganz einfach. Mit einmal Sport in der Woche, mit einmal eine Runde spazieren in der Woche, mit einmal Yoga in der Woche, wirst du keine langfristigen und intensiven Ziele erreichen können. Das heißt, du musst dir dein Ziel anschauen, du musst dir dein Ziel wirklich auch klar werden. Also du kannst nicht
ein Gesamtpaket erwarten. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, du willst abnehmen, gleichzeitig einen Waschbrettbauch haben, du möchtest, ja, weiß ich nicht, eine straffere Haut haben. Natürlich kannst du das alles machen, aber das sind alles andere Betrachtungsweisen und auch ganz andere Ansätze teilweise. Deswegen ist es wichtig, einfach mal anzuschauen, was machst du denn, wenn du nur einmal die Woche dich auf die Matte quälst, aber ansonsten die ganze Zeit auf deiner Couch liegst, nur von zu Hause, vom Frühstückstisch aufstehst, mit dem Auto zur Arbeit fährst, von der Arbeit mit dem Auto zum Einkaufsladen fährst, da einkaufen gehst, wahrscheinlich die Nahrung nicht qualitativ hochwertigste ist und du danach mit dem Auto nach Hause fährst, das Abendbrot vorbereitest und die weiteste Strecke, die du bis dahin zurückgelegt hast, der Weg zum Auto war, dann wird dieses einmal die Woche Sport treiben nicht reichen. Ich empfehle wirklich jedem, im ersten Schritt zu hinterfragen, wie bewegt ist dein Alltag? Wo kann ich noch optimieren? Kann ich die Kinder zu Fuß abholen oder wegbringen? Oder kann ich das Rad nehmen? Kann ich vielleicht zum Bäcker zu Fuß oder mit dem Rad fahren? Wo kann ich mich ganz einfach natürlich bewegen? Und nochmal, unser Körper verschleißt. Sämtliche Gesellschaftskrankheiten, die so viele Menschen haben mittlerweile, kommen von zu wenig Bewegung. Und wenn du dann auch noch Ziele hast, wie soll der Körper das dann kompensieren, wenn du dich den ganzen Tag nicht bewegst und dann einmal die Woche sagst, so, jetzt bewege ich mich aber richtig doll, das funktioniert nicht. Du wirst erstens keine Erfolge erzielen und das Verletzungsrisiko ist so enorm hoch, dass es gar nicht funktioniert. Und ich habe das selbst auch lange Zeit gemacht, dass mein Alltag so unbewegt war. Also in meiner Jugend war mein Alltag so unbewegt und gleichzeitig wollte ich dann aber Höchstleistungen abrufen. Mein Körper hat mit Belastungsasthma reagiert und mit ständigen Verletzungen. Hat nicht geklappt, hat einfach nicht geklappt. Und erst als ich wirklich das hinterfragt habe, meinen ganzen Alltag nach Bewegung orientiert habe und angefangen habe, wirklich zu schauen, okay, wann, wie, wo trainiere ich denn, wo will ich denn hin, was braucht mein Körper dafür, dann hat es erst funktioniert. Aus meiner Sicht ist es wirklich der perfekte Ansatz, wenn du wirklich dein ganzes Leben, deinen ganzen Alltag bewegt gestaltest, versuchst wirklich so viel wie möglich zu laufen und auch zum Fitnessstudio, wenn das nur 2 Kilometer entfernt ist, kann man hinlaufen oder mit dem Fahrrad fahren. Auch 5 Kilometer ist doch super. Ja, und dass du dann zusätzlich sagst, okay, du gehst vielleicht noch zweimal bewusst walken, laufen, Radfahren aus sportlicher Hinsicht, also wirklich leistungsorientiert, dass du da nicht dann hin und her juckelst, sondern wirklich sagst, in einer halben Stunde fährst du dann halt Distanz X, so dass du wirklich außer Atem kommst, dass du ins Schwitzen kommst, dass dein ganzer Kreislauf einmal hochfahren kann und zusätzlich machst du noch eine Einheit Muskelaufbau. Das ist jetzt erstmal für Anfänger meine Empfehlung, wirklich 3 Dinge, Alltag bewegt gestalten, 2 Kardioeinheiten und eine Muskelaufbaueinheit. Und auch die Muskelaufbaueinheit muss jetzt nicht mit schweren Gewichten sein, darf nicht mit schweren Gewichten sein. Kauf dir einfach ein Paket Minibands, Terabands oder diese Maxi-Schlingen. Diese kleinen Hilfsmittel kannst du in jede Handtasche packen und kannst sie überall durchführen. Auch ich habe jetzt hier im Urlaub mein kleines Sortiment an Fitnessgeräten in Anführungsstrichen dabei, wo halt einfach die Bänder dabei sind, wo ich dann halt einfach jederzeit hier abends meine Bänder rauspacken kann und ein bisschen Sport machen kann, obwohl ich hier eher in den Cardio-Bereich gehe, weil ich es halt einfach, laufen ist halt mein Ding. Und ansonsten fahren wir den ganzen Tag Fahrrad, sind am Baden, Planschen, Schwimmen. Genau, du kannst aber auf jeden Fall diese Bänder immer und überall dabei haben. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist es, und das habe ich auch schon oft gesehen, zu viel Training. Dass man wirklich jeden Tag Sport macht, immer die volle Leistung bringt, der Körper es aber einfach nicht kann. An einem bestimmten Punkt. Das ist auch hier, das Verletzungsrisiko steigt enorm an. Also es gibt, du brauchst Instagram nur aufmachen und nur mal ganz kurz ein bisschen durchscrollen in den einzelnen Communities. Da gibt es immer welche dabei, die Belastungsbrüche haben, die irgendwelche, ja, Verletzungen haben, die definitiv, wenn man da mal die Stories so durchschaut oder die Posts so durchschaut, die definitiv auch von Übertraining rühren. Und du kommst letztendlich aber auch nicht weiter, wenn du dich ständig übertrainierst. Es sei denn,
Ja, es sei denn, großes Ausrufezeichen, du bist Leistungssportler. Dein Körper ist es gewohnt. Du hast ein super Trainer-Team hinter dir, die genau dich beobachten, die genau deine Vitalwerte auswerten, die genau wissen, okay, da ist noch Platz nach oben, der ist regeneriert, der kann jetzt wieder los. Wenn es der Fall ist, dann vergiss alles, was ich gerade gesagt habe, dann ist es alles abgestimmt. Dann ist dein gesamtes Training abgestimmt, dann ist es so, wie du trainierst, okay, aber wenn du jetzt Anfänger bist und ich gehe jetzt davon aus, dass du, wenn du meinen Podcast hörst, jetzt kein Leistungssportler bist, dann ist es ganz einfach so, es bringt dir nichts, wenn du von heute auf morgen jeden Tag hochintensiven Sport machst. Wenn du jeden Tag eine hochintensive Einheit dir reinziehst oder bis an die Grenze deines Könnens laufen gehst, das bringt dir rein gar nichts. Da kommt das ganz, ganz wichtige Wort Superkompensationskurve dazu. Diese Superkompensationskurve sagt im Prinzip aus, dass wenn du anfängst zu trainieren, dass deine Kurve, deine Leistungskurve nach unten geht, bis zu einem Punkt, wo du dann aufhörst. Und deine Energie ist an diesem Punkt einfach sehr gering. Ja, deswegen ist es wichtig, dass du auf dich achtest, dass du dir nicht zu sehr irgendwelcher Kälte oder irgendwelchen zusätzlichen Belastungen dann aussetzt. Denn man spricht hier an dem Punkt auch vom Open-Window-Prinzip. Das heißt nicht, dass du deswegen besonders krank wirst, sondern dass wir einen ganzen Tag von Viren und Bakterien und ja, was auch immer umgeben sind. Und wir haben die Dinge alle in uns. Wenn unser Körper besonders geschwächt ist, weil wir gerade wirklich hochintensiv trainiert haben, dann sind alle Türen offen und alles kann reinfliegen. Das Immunsystem ist runtergefahren und alle denken sich, juhu, rein da, rein da, rein da, reinlisten. Genau, deswegen immer schön darauf achten, wenn ihr ein gutes Training gemacht habt, dass ihr danach auch wirklich schön schaut, bin ich warm angezogen, befinde ich mich nicht im Zug und so weiter und so fort, dass der Körper nicht zusätzlich geschwächt wird. Das heißt nicht, dass du davon krank wirst, dass es die Ursache ist. Ursache sind Viren, Bakterien und Co. Sondern dass einfach dein Körper zusätzlich geschwächt wird und dass er natürlich anfälliger ist. Das ist einfach der Hintergrund. Genau, wir befinden uns jetzt an einem Niedrigpunkt in deiner Superkompensationskurve und nun fängst du an zu regenerieren und du regenerierst und deine Kurve geht wieder nach oben. Umso länger du eine Pause einlegst, umso höher geht das. Und die große Kunst ist es nun, dich selbst zu beobachten, wann deine Kurve über deine Ausgangsposition über hinaus ist und genau am höchsten Punkt deiner Erholungsphase angekommen ist. Und wenn du hier an diesem Punkt wieder anfängst zu trainieren, wird deine Kurve zwar wieder runterfallen im Training, aber geht wieder nach oben und sie geht immer weiter nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Was du jetzt aber mit zu viel Training bewirkst, wenn du beispielsweise zu früh wieder einsetzt und dein Körper noch gar nicht richtig regeneriert ist und dein Körper sich gar nicht auf die neue Belastung vorbereiten konnte, weil der sich ja natürlich, der ist ja schlau, der denkt sich, wow, das war jetzt intensiv, ich muss ein bisschen ranklotzen, dass ich beim nächsten Mal das noch besser kann. Das macht dein Körper, das macht dein Körper ganz automatisch, jeder Körper. Jeder Körper hat den Anspruch, dein ganzes System hat den Anspruch, besser zu sein als beim letzten Mal. Und du kannst dieses Prinzip für dich wirklich nutzen. Und wenn du jetzt zu früh einsteigst, deine Regeneration gar nicht wirklich abgeschlossen ist, macht es eins, deine Kurve geht abwärts. Ja, du beginnst viel zu früh, es geht wieder runter, 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 runter. Du beginnst vielleicht beim nächsten Mal wieder zu früh und wartest deine Regeneration nicht ab, gehst wieder runter, 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 runter. Und du hast wirklich wie so eine absteigende Treppe und du gehst immer weiter nach unten, immer weiter nach unten. Typische Symptome davon sind Müdigkeit, Lustlosigkeit, Art Schlappheit und auch Anfälligkeit für solche ganzen Krankheitsgeschichten beispielsweise. Es können auch andere Geschichten mit reinrühren, wie zum Beispiel erhöhtes Verletzungsrisiko und auch solche Geschichten wie Belastungsbrüche und so weiter und so fort. Ich empfehle jedem zu Beginn, dass man einfach sagt, Sport, 2 Tage Pause, wieder Sporteinheit. Immer andere Muskelgruppen trainieren, immer andere Belastungen integrieren. Und du kannst für dich einfach deinen Körper beobachten und kannst einfach schauen, okay, habe ich vielleicht schon viel früher wieder Power? Also ich trainiere jeden zweiten Tag und mache dann halt den Tag dazwischen, wo mein Pausentag ist, immer was Leichtes. Also ich dehne, ich mache ein Faszientraining, ich mache eine Runde Yoga, aber alles moderat und sind ganz andere Bewegungen als mein
normales Training. Und das heißt, du kannst jeden Tag trainieren, jedoch nicht jeden Tag das Gleiche. Also jeden Tag laufen zu gehen, macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das heißt, dein Körper braucht ja auch, wenn du viel läufst, auch ganz andere Voraussetzungen. Das heißt, Muskeln müssen aufgebaut werden, Mobilität muss erhalten werden. Es das heißt, dehnen, Faszien bearbeiten und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, die mit reinfließen dürfen. Und da komme ich auch gleich, das spielt alles so ein bisschen rein in meinen dritten Punkt, zu einseitiges Training. Dein Körper gewöhnt sich daran. Wenn du jeden Tag laufen gehst, wenn du jeden Tag deine 5 Kilometer laufen gehst, du wirst dich nicht verbessern. Und dein Körper gewöhnt sich daran. Er denkt sich dann, ach ja, morgen kommen wieder die 5 Kilometer. Ach ja, übermorgen kommen wieder die 5 Kilometer. Ach, übermorgen kommen wieder die 5 Kilometer. Der weiß das. Der ist ja nicht doof. Und deine Aufgabe ist es, deinen Körper jedes Mal neu zu überraschen. Überrasche ihn und du wirst sehen, was für geile Ergebnisse du daraus ziehen kannst. Wenn du einfach jedes Mal was anderes machst, wenn du jedes Mal was anderes ausprobierst. Deswegen, mir wurde mal gesagt, na, sag mal, ihr macht auch alles auf einmal. Ja, wir machen alles auf einmal und weil alles auch geil ist. Also alles, was mit Bewegung zu tun hat, ist geil. Und man merkt auch dann immer, dass man für jede Sportart was anderes braucht. Und da meine ich jetzt zum Beispiel Skateboarden, Surfen, Klettern, Laufen, Fahrradfahren, Mountainbiking, Rennen. Radfahren. Wir machen irgendwie alles und das ist ja auch das Coole und das, wir lassen uns da auch nicht einschränken. Also wir sind mein Mann und ich und meine Kinder notgedrungen auch, weil die müssen ja aber mitziehen. Ja, das ist alles, alles und das ist auch das, was ich jeden wirklich ans Herz legen möchte, dass er einfach mal alles ausprobiert. Auch tanzen. Ich hatte erst vor 2 Wochen, glaube ich, die Amira im Interview gehabt, die twerkt. Die Frau sieht so geil aus. Sie hat 4 Kinder, die bewegt ihren Hintern. Da denkt man sonst was. Also das ist, da fällt man vom Glauben ab. Natürlich ist es nicht für jeden etwas und nicht jeder guckt sich sowas gerne an, aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn ich das als Sportler mir anschaue, denke ich jedes Mal, wow, ich hätte gerne diese Muskulatur wie diese Frau. Ja, dadurch, dass ich im Twerken jetzt noch nicht ganz so fortgeschritten bin. Wird es nicht kommen, ist ja auch nicht mein Anspruch. Also ich habe ganz anderen Anspruch als die Amira und das ist auch okay. Aber kommen wir zurück. Zu einseitiges Training. Du fährst viel besser, wenn du einfach dir wirklich mehrere Dinge raussuchst und die einfach abwechselst. Das heißt, wieder meine Empfehlung, so wie ich es mache und wie ich es auch immer empfehle, Cardio, Kraft, Mobilität, alles irgendwie verbinden. Das heißt, such dir was raus, was einfach diese Dinge abdeckt. Gehst du laufen, gehst du Fahrrad fahren, Inlineskaten oder was auch immer für den Cardiobereich. Krafttraining kann das auch wirklich hochintensives Yoga beispielsweise sein. Viele belächeln das immer ein bisschen, aber wer wirklich mal eine richtig intensive Yoga-Einheit gemacht hat, wird erstmal merken, wie viel Kraft du dafür brauchst. Ja, und deine Muskeln werden da definitiv dadurch so, so sehr gekräftigt durch regelmäßiges Training. Deswegen lass dich nicht eingrenzen. Also probier einfach alles aus, was für dich irgendwie sich interessant anhört. Und klar, kannst du auch ins Fitnessstudio gehen, kannst du, wenn es was für dich ist. Und aber lass dich da nicht eingrenzen. Du kannst überall und zu jeder Zeit kannst du Sport treiben. Niemand sagt, wie du Sport zu treiben hast oder wie das auszusehen hat. Und wenn du deine Muskeln trainierst, heißt es nicht nur, weil du nur mit einem Gummiband rumhantierst, dass es nicht die Muskeln aufbaut. Also ich kann dir sagen, in meinen Kursen arbeite ich bisher nur mit Bändern, weil einfach meine Frauen oder ich der Ansicht bin, dass man einfach erstmal mit eigenem Körpergewicht trainieren sollte, um die Übungen richtig, richtig gut durchzuführen. Dann leichte Gewichte, wie zum Beispiel diese Terra-Bänder, diese Mini-Bands, diese Maxi-Bands und so weiter und so fort benutzen sollte, um dann erst später, wenn es wirklich soweit ist, dann erst Gewichte mit reinzunehmen. Und diese Bänder kannst du auch schon in allen Gewichtsklassen dir besorgen. Also ich arbeite mit maximal 15 Kilogramm bei diesen Bändern und das ist schon echt grandios. Und das ist halt immer die Sache, wie gut bist du, wie fortgeschritten bist du. Deswegen nochmal, um diesen dritten Punkt abzuschließen, grenze dich nicht ein. Versuche alles aus, probiere alles aus, such dir die Sachen raus, die dich begeistern und kombiniere die. Denn was daraus der positive Effekt ist, es wird nicht langweilig. Wenn du anfängst, dir zu erlauben, alles, was mit Bewegung zu tun ist, als Sport anzusehen,
nur, dass du dafür sorgen musst, dass die Intensität hoch genug ist, dass du so richtig, richtig ins Schwitzen kommst, dann ist das Sport. Niemand hat dir vorzuschreiben, wie dein Sport auszusehen hat. Niemand. Ja, auch wenn du Springseil springst. Wenn du einfach sagst, okay, du früher als Kind warst du gut im Springseilspringen, geh doch verdammt nochmal Springseil springen. Springseil springen ist so geil. Es ist wirklich eine super, super Ersatzübung auch für Läufer. Also eigentlich jedem Läufer empfehle ich Springseil springen, weil da sämtliche Bewegungsabläufe, die beim Laufen benötigt werden, da auch trainiert werden. Deswegen, niemand sagt es. Oder Gummihopse. Ich habe das neulich erst im Fernsehen gesehen, da haben wir mal durchgesäppt. Kinder der 90er oder sowas hieß es irgendwie und haben die Gummihopse gehabt. Und dann musste ich gleich an meine Kindheit denken und dachte so, ja, warum eigentlich nicht? Wie geil, ich muss auch mal wieder Gummihopse hopsen. Oder wie man das auch nennen mag. Genau, deswegen grenze dich nicht ein, probiere alles aus und such dein perfektes Sportprogramm aus, aus verschiedenen Einheiten, aus verschiedenen Kategorien. Und ich kann dir versprechen, dein Körper wird so überrascht sein, dass er gleich noch ein Stück näher an dein Ziel rangeht. Automatisch. Vierter Punkt, was wirklich wichtig ist, und ich merke es an mir immer wieder, ich merke es an meinen Kunden immer wieder: deine körperliche und seelische Verfassung ist ganz, ganz entscheidend auf den Erfolg deines Trainings. Wenn du deinen Körper mit Schlafentzug, der nicht traktierst, deine Ernährung nicht hochwertig ist und nur auf Mangel basiert, du dir den ganzen Tag von früh bis abends nur Stress reinziehst, gepaart mit zu wenig Bewegung. Dein Körper macht das nicht mit. Der macht es nicht mit. Und ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles schnell, schnell, schnell gehen muss, wo jeder so viel Leistung bringen muss, wo jeder irgendwie ja immer optimiert sein sollte. Es ist letztendlich aber dein Leben. Es ist dein persönliches Leben und du bist dafür zuständig. Und wenn du dir einmal überlegst, wenn du dir einmal die Augen schließt und dir einfach mal einmal überlegst, wenn du so richtig, richtig alt bist, wenn du so ein richtig alter Opi, eine alte Omi bist, was möchtest du denn vom Leben erwartet haben? Womit willst du denn stehen? Willst du die entspannte alte Frau oder der entspannte alte Mann sein, der einfach ja, sein Leben genießt und der einfach nicht da sitzt und sagt, ach, hätte ich doch, ach, hätte ich doch, ach, hätte ich doch, ach, hätte ich doch. Ja, ich bin auch manchmal gestresst, aber ich bin auf einem guten Weg, weil ich weiß es und ich arbeite jeden Tag daran, dass es einfach immer entspannter und immer entspannter und immer entspannter wird. Und das heißt nicht, dass du immer mal stressige Phasen in deinem Leben hast, aber dieser Grundtonus, dass dein Alltag nicht mehr davon bestimmt ist, Kinder schnell raus, schnell, 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 schnell. Ich muss zum nächsten Termin, ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss die Steuererklärung für XY von Firma machen und das bringt nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe deswegen auch mit meinem Job aufgehört, weil ich einfach mal über 10 Jahre es nicht kapiert habe, dass dieses Stresspensum, was ich mir da gegeben habe, und das Problem ist, ich bin so ein Mensch, ich nicke noch und sage, ja klar, Chef. Wenn ich eigentlich schon auf dem Boden liege, weil ich die ganzen Arbeiten schon gar nicht mehr tragen kann, sage ich trotzdem noch ja, Chef, und nimm's mir trotzdem auf den Buckel. Ich habe nie Nein gesagt. Na und? Und für wen? Für wen? Und ich habe es tatsächlich erst gemerkt, als ich mit meiner Tochter schwanger wurde, dass das einfach nicht mein Leben ist. Also es kann doch nicht die Erfüllung sein, dass ich mich nur fertig mache. Wenn du in so einem Job total aufgehst, dann ist es eine andere Geschichte. Ja, wenn du der Typ von Mensch ist, der das einfach mit Leichtigkeit macht, der das einfach total, dem es total Spaß macht, dann ist es total cool. Und das heißt auch nicht, dass das jetzt meine Arbeit schlecht war, die ich gemacht habe. Bloß ich bin halt der Mensch, der immer alles zu 350% machen möchte. Und das Problem ist, dass es ja nie genug war, dass es ja immer mehr gab und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dass ich halt eher der Mensch bin, der die Geschäftsleitung dazu animiert, nicht einen neuen Mitarbeiter einzustellen, sondern einfach der Person die Arbeit zu geben, die ja eh alles nimmt. Was man ja auch nicht, ja, was ich nicht negativ bewerten möchte, wenn ich Chef wäre und ich sehe da jemanden, der sagt, ach ja klar, geben Sie mir doch, geben Sie mir noch, würde ich auch nicht einen neuen Mitarbeiter einstellen. Dann gebe ich es doch dem, der nimmt es doch. Aber zurück zum Thema, der seelische Stress wirkt sich
auf deinen Körper aus. Deine ganze Energie geht flöten mit dem Stress. Du wirst niemals in deine komplette Leistung kommen können, wenn du zu wenig schläfst, dich nicht gut genug ernährst und nur unter Volldampf läufst. Deswegen empfehle ich auch, und es ist auch Bestandteil meiner Arbeit, meditieren, Entspannungstechniken, dich zu fokussieren, einfach zu schauen, wo willst du hin und einfach wirklich in diesem Fokus bleiben und weg von allen Ablenkungsfaktoren. Natürlich gehen wir alle arbeiten. Ich gehe auch arbeiten und ich arbeite extrem viel und ich arbeite jetzt mehr als früher. Das Ding ist nur, ich mache alles so, wie es für mich passt und ich arbeite nie wieder am Stresslimit. Das mache ich nicht, obwohl ich jetzt viel, viel leistungsfähiger bin. Was ein richtig, richtig krasser Effekt ist, den ich jetzt erst verstanden habe, nachdem ich nicht mehr so viel Stress hatte von außen. Nicht mehr so viel Druck. Ich muss die Arbeit richtig abliefern. Ich muss die Arbeit dann und dann abliefern. Jetzt ist es einfach so, ich arbeite viel effektiver, weil ich einfach weiß, was abgearbeitet wird und ich es einfach bam, 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 bam mache, wenn ich machen kann. Jetzt zum Beispiel sind gerade meine Kinder mit meinem Mann schöne Radtour machen. Wir haben eine Stunde ausgemacht. Jetzt kann ich diesen Podcast aufnehmen. Und ja, jetzt habe ich mein Soll für den Urlaub quasi schon erledigt, indem ich halt diese Podcast-Folge aufgenommen habe. Ich habe dafür aber davor die Wochen extrem viel gearbeitet, habe versucht, meine Kunden alle wirklich zu versorgen mit entsprechenden Ersatzterminen, mit Aufnahmen von Videos. Einige, die werde ich treffen in der Videokonferenz und so weiter und so fort. Also das sind so Dinge, die ich natürlich auch vorbereite. Und ja, arbeite ich in meinem Urlaub. Aber für mich ist es halt einfach geil. Ich liebe das. Das hätte ich mir früher nicht vorstellen können. Ich war wirklich. Wenn ich vor einem Urlaub stand, war ich wirklich auch urlaubsreif. Und das muss ich sagen, natürlich habe ich mich auf den Urlaub gefreut, aber für mich war das so, als wenn ich was zurücklassen müsste. Was ja Gott sei Dank nicht so ist, weil in der heutigen Zeit, was ja auch echt positiv ist, kann man ja von überall auf der Welt arbeiten. Als Selbstständige zum Beispiel. Nochmal als Abschluss von diesem vierten Punkt. Achte auf dich, körperlich als auch seelisch. Denke dran, dass dein Körper Schlaf braucht. Und auch wenn du sagst, ich brauche keinen Schlaf, ich brauche nur 4 Stunden. Ja, dann achte darauf, dass du diese 4 Stunden dir gibst. Und schaue, dass dein Körper auch wirklich erholt ist. Und falls du in einer Phase bist, wenn du Kinder hast, kennt wahrscheinlich jede Mutter und jeder Vater, gibt es immer mal Phasen, wo du weniger schläfst. Achte darauf, dass du dann einfach dein Pensum darauf anpasst und erst wieder in die Vollen gehst, wenn du wirklich, wirklich wieder richtig schlafen kannst. Oder such dir einfach Erholungspunkte. Wie sagte ich, mit meinem Meditieren oder mit meinen Entspannungstechniken, dass ich Achtsamkeitsübungen mache. Und suche dir so einen kleinen Erholungsanker. Und das ist extrem wichtig, dass es einfach für dich einen Erholungsanker gibt, denn dein Körper braucht das definitiv. Ich komme jetzt zum fünften und letzten Punkt, Langfristigkeit. Das ist auch so ein Punkt, was die Medien uns auch wirklich, ja, weismachen wollen, beziehungsweise was so ein bisschen als O-Ton halt immer rüberkommt, wenn man so insgesamt mal sich die Fitnessbranche und die Wellnessbranche betrachtet. Das sind immer kurzfristige Geschichten. Wenn du diesen Shake jetzt einen Monat lang nimmst, nimmst du so viel ab. Und dann? Was ist dann? Was ist in 5 Jahren? Was ist in 2 Jahren? Was ist in einem Jahr? Was ist am Ende unseres Lebens? Was möchtest du? Möchtest du was Kurzfristiges haben oder möchtest du langfristig gesund sein? Gesund. Und darum geht es. Du bewegst dich, du treibst Sport, um gesund zu sein. Du machst das alles, um gesund zu sein, um deinem Körper was Gutes zu tun. Und warum willst du gesund sein? Um dich schmerzfrei zu bewegen, um dich gut zu bewegen, um in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ja geil, wie siehst du denn heute aus? Deswegen machen wir das. Und ja, es mag sein, dass einige Mittelchen dir dabei helfen, vitaler zu sein. Das mag sein. Das will ich nicht in Frage stellen. Und ja, ich beispielsweise nehme nichts. Ich schaue einfach, dass halt mein ganzes System ausgeglichen ist und dass ich wirklich vitaminreich esse insgesamt. Ich konsumiere gerne Ingwer und Kurkuma und solche Geschichten. Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Jedoch ist immer der Blick auf Langfristigkeit.
Wenn jemand zu mir in den Kurs kommt und sage, in Anführungsstrichen nur der Fitnesskurs ist, sage ich immer wieder, Leute, wenn ihr einmal die Woche hierher kommt, 10 Stunden lang, werdet ihr nicht die Erfüllung bekommen. Es ist eine Entscheidung. Ein gesundes, aktives und bewegtes Leben ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung für dein Leben. Und wenn dir dein Leben das wert ist, dann machst du das auch. Es gibt viele Menschen, die sagen, oh nee, das ist mir zu teuer. Und nehmen dann die nächste Zigarette aus der Schachtel. Ich hab auch früher geraucht, aber ich habe jetzt mal gehört, was so eine Schachtel Zigaretten kostet und bin fast vom Glauben abgefallen. Und ich finde es immer schade, da die Menschen ganz offensichtlich nicht glücklich waren. Sie Schmerzen haben im Rücken, sie Beckenbodenprobleme teilweise haben, Gewichtsprobleme, ganz offensichtlich Übergewicht haben und insgesamt die ganze Beweglichkeit total eingeschränkt ist, obwohl die nicht mal in der Mitte ihres Lebens angekommen sind. Und es ist schade zu sehen, dass gerade die Jüngeren in meinen Kundenstamm wirklich Probleme haben. Starke Probleme. Und wenn ich dann noch sehe, dass jemand sagt, nee, gebe ich mir nicht, dann ist es einfach eine Sache. Aber wenn ich dann sehe, dass die Menschen dann auch einfach aufhören, ist es eine zweite Sache. Ich beispielsweise habe wirklich jetzt zum ersten Mal, und ich habe 34 Jahre dafür gebraucht, mir einen Coach besorgt, der jetzt nicht mir die Bewegung schult, sondern meine ganze Achtsamkeit, mein ganzes Leben, mich in meinen Entscheidungen coacht und auch mich mit meinem Business unterstützt damit, mit meinem ganzen Weg. Aber ich habe einfach weitergemacht trotzdem. Ich habe jeden Tag Sport gemacht. Ich habe begonnen, wirklich hinzuschauen, was braucht mein Körper, wie mache ich das, wo will ich hin. Ich habe mir Ziele gesetzt. Und das ist auch immer, was ich auch immer sage zu meinen Kunden, auch wenn ich das immer so ein bisschen hintenrum mache und nie direkt sage, wenn ich dann beispielsweise erzähle, naja, hast du nicht Lust, in 2 Jahren da und da mitzumachen? Oder hast du nicht Lust, in 3 Jahren da und da mitzumachen? Gerade beim Laufen, wenn ich dann immer für irgendwelche Läufe werbe, die Jahre voraus sind, dann will ich damit eins erreichen, dass die Menschen sich ein Ziel setzen und weitermachen. Dass sie nicht sagen, ach, am Ende des Jahres ist ein Halbmarathon, den will ich mal laufen, weil ich will es mal gemacht haben. Und dann hören die einfach auf. Ich habe mal ein Zitat gehört und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe das in dem Buch Born to Run gelesen. Man hört nicht auf zu laufen, weil man alt ist. Man wird alt, wenn man aufhört zu laufen. Und das kannst du wirklich darauf übertragen auf Bewegung. Du hörst mit Bewegung nicht auf, weil du alt wirst, sondern du wirst alt. Dein Körper verschleißt. Der wird immer, immer schwächer, weil du dich nicht bewegst. Und das langfristig. Und das ist ganz einfach so, wenn du Übergewicht hast. Das wird nicht in einem Monat passieren, das wird nicht in 2 Monaten passieren, das ist eine langfristige Geschichte. Aber das Ding ist einfach, wenn du nie losgehst, wenn du nicht anfängst, für einen gesunden Körper zu arbeiten, wenn du nicht anfängst, einfach mal dahin zu schauen, was dein Körper braucht, dann wirst du da niemals ankommen. Und die Erfolgspille, die viele, viele, viele hier in den Medien versprechen auf dieser Welt, die gibt es nicht. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, wie du dein Leben führen möchtest. Es ist deine Entscheidung, was du für deinen Körper tun möchtest. Und ich finde es wirklich immer wieder traurig. Und es das heißt nicht, dass ich immer zu 100% der gesündeste Mensch in meinem Leben war. Aber es ist meine Entscheidung, wie ich mit meinem Körper umgehe. Aber wenn ich dann immer Menschen sehe, die keine andere Wahl haben, die vielleicht im Rollstuhl sitzen wegen dem Unfall oder aufgrund einer Krankheit oder von Geburt an, wenn ich dann Menschen sehe, die einfach offensichtlich einfach abgeschlossen haben, obwohl sie alle Möglichkeiten haben. Sie haben einen gesunden Körper, sie haben gesunde Extremitäten, die Anatomie ist total normal. Bloß sie gehen nicht los, sie machen nichts für ihr Leben und nichts für ihren Körper. Dann macht mich das wirklich aus tiefster Seele traurig. Und das ist einfach das, was ich mit meiner Arbeit irgendwo auch bewirken will, dass die Menschen einfach mal hinschauen und sagen, wow, ich habe dieses Geschenk von der Natur bekommen. Ich gehe jetzt los und ich weiß, dass ich am Ende meines Lebens, und da ist es halt, das ist halt einfach der Punkt, ich bin am Ende meines Lebens immer noch verdammt fit. Viele sagen immer, oh, ich will niemals im Rollstuhl sitzen und machen trotzdem nichts. Die unterstützen ihren Körper nicht. Und wenn schon nicht aus ästhetischen Gründen, dann einfach aus präventiven Gründen. Aus präventiven Gründen einfach wirklich ständig was für die Bewegung machen, einfach mal wirklich laufen gehen.
Und wenn es Walken ist, also es muss ja nicht immer das wirklich das hochintensive Laufen sein, es reicht ja auch das Walken oder das Joggen oder einfach auch spazieren gehen, einfach immer bewegt sein, einfach zu sehen, mein Körper wurde nicht dafür geschaffen, damit ich auf meiner Couch liege. Der wurde nicht dafür geschaffen. Und Rückenschmerzen und Co., die werden davon nicht besser, die werden davon nur schlimmer. Genau, jetzt möchte ich abschließen. Ich habe mich da wirklich jetzt, glaube ich, auch gut ausgelassen. Ich wünsche mir ganz einfach vom Herzen für dich, für deine Familie, für deine Kinder und für, ja, für alle Generationen, die noch nach uns kommen, dass ich mit meiner Arbeit ganz einfach irgendwo ein Vorbild schaffen kann durch dich, dass Bewegung einfach wichtig ist, dass Bewegung nur uns nach vorne bringt, dass Bewegung das Elixier ist für unseren Körper, für ein aktives und gesundes Leben. Und dass du, umso mehr du dich bewegst, umso mehr Achtsamkeit du in deine Bewegung bringst, umso mehr es in dein Leben integriert ist, so um gesünder wirst du dich fühlen. Und dass du das ganz einfach vorlebst und so an deine Kinder weitergibst. Weil das ist leider so, alle Eltern wollen ihre Kinder jetzt zum Sport bringen und machen aber selbst keinen Sport. Für sie ist Sport auch nur ein Termin. Für sie ist Sport keine Lebenseinstellung. Es gehört nicht zum Leben dazu. Es ist einfach nur ein Termin, der abgearbeitet wird. Wenn überhaupt. Viele Eltern bringen ihre Kinder zum Sport und machen selbst nichts. Nichts. Und erwarten aber, dass das Kind mit Freude dorthin geht und das in sein Leben integriert. Aber dabei ist es auch für die Kinder dann nur ein Termin, wo sie hin müssen. Und Bewegung ist wirklich so viel mehr. Bewegung ist unser Leben. Unser Körper ist für Bewegung erschaffen worden und wir nutzen ihn maximal für einen Termin in der Woche. Und das ist was, woran der Körper kaputt geht. So, in diesem Sinne sende ich dir nochmal wunderschöne, warme, sonnige Grüße hier aus Kroatien und wünsche mir von Herzen, dass wir uns zu diesem Thema mal austauschen, dass du mir vielleicht unter dem heutigen Post bei Instagram oder Facebook mal kurz dalässt, wie deine Bewegungsroutine in deinem Leben aussieht, was vielleicht Bewegung für dich erschaffen hat, wie du mit Bewegung dein Leben gesünder gestaltet hast. Erzähl mir einfach davon. Ich freue mich wahnsinnig sehr und du kannst dich auch jederzeit bei mir melden. Und nochmal für alle, die denken, ach, die Marie, die ist so weit weg und wäre sie doch bei mir. Melde dich bei mir. Natürlich kann ich jetzt nicht mit dir laufen gehen und ich kann auch mit dir nicht Sport machen und ich kann dich nicht in meine Sportgruppe einladen. Aber wir können uns darüber unterhalten und wir können einfach auch vielleicht mal darüber sprechen, was möglich ist für dich, wie ich dir helfen kann. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin VHK-Coach und dieser Prozess kann dich dabei unterstützen, deine Ziele durchzusetzen, dich neu zu fokussieren und einfach dein ganzes Unterbewusstsein darauf zu programmieren, wo du hin möchtest. Ja, dieser Prozess ist sehr, sehr wertvoll und ich empfehle es jedem. Es sind aber auch ganz andere Dinge möglich, dass ich dir auch Trainingspläne gebe, dass wir uns einfach immer wieder austauschen, dass ich dich auch einfach so begleite, ohne dass wir uns wirklich reell sehen. Genau, also wenn du das magst, schreib mich gerne an, geh auf meine Homepage, die ganzen Kontaktdaten werde ich natürlich wieder verlinken und ja, ich freue mich, dass es dich gibt, ich freue mich, dass du dich für Bewegung und für ein gesundes Leben interessierst und hoffe, dass deine Entscheidung auch da langfristig hingeht. Bleibe bewegt, ganz viele Grüße, deine Marie.